Und da ist er, der Tofu. Sieht er nicht sensationell aus? Nein, Tofu ist nicht gleich Tofu. Das ist ein handgemachter, sensationeller Tofu. Und der hat es verdient, natürlich bei Aufgegabelt, auch ein wunderbares Gericht. Also er wird veredelt. Er wird mit Curry gebraten und dazu gibt es süß-scharfe Pilze. Also ich röste den Tofu und damit er maximal geröstet werden kann, würfel ich ihn in Stücke. Das ist ja logisch. Also ich kann ja, wenn ich jetzt so eine Scheibe brate, ist vielleicht auch schön, weil groß, toll geröstet und so weiter. Aber in dem Moment, wo ich ihn eben würfel, hat er natürlich mehr Oberfläche. Und ich gar ihn ja oder brate ihn ja mit einem Curryöl. Und damit kann er natürlich noch mehr Geschmack aufnehmen. Und das, also ich habe mit dem Tofu geredet, das will er auch. Also. Jetzt gehe ich mal her und jetzt viertel ich das quasi so durch. Und dann hier nochmal, so habe ich natürlich möglichst gleich große Würfel. So. Beim Tofu gibt es ja die unterschiedlichsten Formen. Also mir geht es jetzt gar nicht um Qualitäten. Das ist ja so ein schnittfester und im Grunde recht natürlicher. Es gibt auch noch den Seidentofu. Das ist ja einer, den ich besonders mag. Der Seidentofu, wie soll man das erklären, ist eigentlich fast wie Quark. Ja, und deswegen heißt er ja auch Seidentofu, weil er so schön cremig ist, also wie Seide. Ja. Und den nehme ich sehr gerne, um zum Beispiel bei Suppen, die sehr kräftig sind, damit so einen Gegenpol zu machen. Also alles, wo man auch einen Quark in der herzhaften Küche einsetzen kann, kann man auch den Seidentofu einsetzen. Weil genau so ist es ja. Tofu ist ja nicht unbedingt das Produkt, was jetzt zum Beispiel in Japan und Co. dafür eingesetzt wird, um viel Geschmack wo mitzubringen, sondern eigentlich, also es ist eine Proteinquelle, aber um Geschmack, der im Essen ist, ein wenig, sage mal, salopp zu neutralisieren. Also wenn du eine kräftige Soße, einen kräftigen Fond hast, dann freust du dich auch einmal, wenn du auf den Tofu beißen kannst, weil der mildert es ab. Und diese Aufgabe hat er auch heute. Also rein, einfach natürlich in Pflanzenöl gebraten. Und dann kann ich, während jetzt die eine Seite schon mal anbrät, gehe ich jetzt auch schon mal auf meine Pilze. Also wir machen ja sauerscharfe Pilze. Und dafür nehme ich die Kraft der Limette. Und jetzt kommt was. Ich gehe jetzt her und jetzt halbiere ich eine Limette. Und die lege ich jetzt so in die Pfanne mit rein. Das heißt, ich röste jetzt auf der Schnittfläche diese Limone an. Dann karamellisiert die. Das heißt, sie wird von dieser harten Säure etwas abgemildert und es entsteht natürlich noch so etwas Kleines Karamelliges. Und das kann ich jetzt hier in dieser Pfanne mit dem Tofu machen. Aber jetzt erst einmal schnell zu den Pilzen. Also, Olivenöl. Geht auch natürlich anderes Öl, Pflanzenöl halt. So, jetzt gehe ich rein. Ein paar Schalottenwürfelchen. Jetzt komme ich zu den Pilzen. Also, bei den Pilzen habe ich mich dazu entschieden, eigentlich eine Sorte nur zu nehmen. Und was man natürlich ganzjährig bekommt, sind wunderbare Egerlinge. Und die habe ich wirklich nur halbiert. Es ist wichtig, wenn du sowas wie im Tofu hast, dass du auf den Pilz richtig schön draufbeißen kannst. Und jetzt gebe ich wirklich hier großzügig Egerlinge mit rein. Es geht natürlich mit anderen Pilzen. Also wenn man jetzt zum Beispiel in der Saison Pfifferlinge hat, funktioniert. Wenn man Kräuterseitlinge, ja, wunderbarer Pilz, funktioniert. Es geht eigentlich mit jeder Form von Pilz. So, da jetzt haben wir noch einen Knoblauch. Gebe ich auch mal mit rein. Prise Salz dazu. Und jetzt schwenkt man hier mal den Tofu ein bisschen durch. Und da sieht man jetzt auch schon, wie perfekt die Limone hier karamellisiert ist. Darum geht's. Und die lege ich jetzt direkt hier zu meinen Pilzen mit dazu. Komm her, sehr gut. Weil ich möchte nachher beim Auskochen auch aus der Schale raus den ganzen Geschmack in diesen Sud reinnehmen. So, einmal rumrühren. So. Und jetzt mit etwas Gemüsebrühe auffüllen. So, ruhig bedeckt. Also wir haben drin Knoblauch, die Schalotten, die Pilze und jetzt einfach nur die Limette. Aber Achtung, weil es heute so ein besonderer Tag ist, wir haben perfekte Steinpilze gefunden. Wir haben sie bekommen, deswegen gebe ich noch welche mit hinzu. Und auch hier gilt, es können auch verschiedene Pilze sein. Und die Steinpilze nehme ich auch relativ groß, einfach nur so geviertelt. Und die brate ich nicht mit an.
Die gebe ich einfach so mit hinzu. So, schön mit reingeben. Sie werden auf alle Fälle säuerlich werden durch die Limone. Die reicht locker für den Sud. Aber wir brauchen auch Schärfe. Und dafür habe ich hier so... Also diese Chilischoten, die sind klein. Und ich weiß auch nicht, aber ich würde mal wirklich sagen, je kleiner die Chilischote, umso schärfer ist er auch. Es gibt Ausnahmen, aber das ist die Regel. Und wenn ich die jetzt natürlich schneide und mit reingebe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mich einfach umhaut, relativ hoch. Deswegen folgender Trick. Ich gehe jetzt her und jetzt ritze ich die einfach einmal der Längs nach ein. So, komm her. Schön einritzen. Das Schärfe an den Chilis ist ja innen drin eigentlich der Teil, wo die Kerne festhängen. Das ist wirklich, da ist die ganze Schärfe drin. Und wenn ich die jetzt so reinlege, einfach so mit dazu, dann kann ich es jetzt kontrollieren. Das heißt, ich koche es jetzt ein bisschen und wenn ich das Gefühl habe, die Schärfe reicht, dann nehme ich die Chilischote wieder raus. Und wenn ich das Gefühl habe, nein, es kann ein bisschen länger, lasse ich es drin. So, und jetzt einfach ziehen lassen. Und immer mal probieren und dann weiß man Bescheid. Ah ja, ich gebe noch ein paar Tropfen geröstetes Sesamöl obendrauf. Das ist der absolute, also geschmacklich der Push-Moment für die Pilze. So, jetzt kommen wir zum Tofu. Schön, herrlich. Durch dieses Anrösten kriegt er natürlich noch mal richtig Charakter. Wir brauchen noch mal ein wenig Öl. So. Und jetzt kommt der Curry mit rein. Also wichtig ist, ja, Curry, ja, ist eine Gewürzmischung, die folgenden Vorteil hat. Also es gibt entweder wasserlösliche Gewürze oder fettlösliche Gewürze. Und im Curry ist beides. Deswegen kann man sie gut in eine Soße, Suppe, Fond und so weiter reingeben. Aber man kann auch gut damit braten und, der Geschmack kommt daraus. Allerdings auch empfindlich. Curry möchte vielleicht kurz mal geröstet werden, aber dann sagt er, du bitte jetzt nicht weiter, weil sonst werde ich bitter. Gell? Und deswegen am Schluss mit reingeben. Und dafür lieber großzügig. Und jetzt gehe ich her, schwenke das einmal durch. Ja, und nimm die Pfanne weg und in dieser Resthitze von der Pfanne röstet perfekt der Curry. Und wo will er hin, wenn er geröstet ist? Na, den Tofu ist ja nichts anderes da. Da sagt der Curry, servus Tofu, ich kann was Gutes für dich tun, ich aromatisiere dich. Und der Tofu sagt, sehr gerne, ich bin bereit. Gut. Boah, es duftet absolut fantastisch, beides. Also, was jetzt passiert ist, ich brauche noch einen Cashew-Spinat. Das bedeutet, ich habe hier ein paar Cashewkerne. Die sind schon geröstet. Und jetzt zerdrücke ich die einfach. Dann gehen die so ganz grob kaputt. Das reicht schon. Die röste ich an. Dann kommt der Spinat einmal mit runter. Dann fällt er zusammen. Das wird nachher im Grunde die Einlage, wo der Tofu draufkommt. Und den Sud, den binde ich nur noch mit ein bisschen so angerührter Stärke ganz leicht sämig ab. Und dann kann ich schon anrühren. Money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. But we could work this like a 9-to-5. Mama told me stop pay all the game. Ganz zum Schluss noch ein paar Tropfen von dem gerösteten Sesamöl. Das hat so die Kraft, in dieses Fernöstliche reinzuziehen. Aber trotzdem hat so was Vertrautes. Das ist ein Geheimtipp, was Tofu angeht. Und ich wette, dass die Christine so Tofu noch nie gegessen hat. Das ganze Gericht ist rein pflanzlich und eine absolute Aromabombe. Ne, so ist es bei Aufgegabelt. Eine Bombe nach der anderen. Ja. Bin auch ein bisschen eine Bombe. Okay. Also jedenfalls, warte mal, ich bin in den Bauch einziehen.